Wie landet man beim Fernsehen? Der Max hat mich so schockiert angeguckt. Ja, ich weiß nicht, ob du das jetzt feierst oder nicht feierst. Oh. Du feierst. Bam, 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 Leute, ich mag's Fernsehen und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und zwar zu einer neuen Folge. Ich esse einen Tag lang wie Marcel! Ja, Marcel ist ein Freund von mir, den habe ich über Lisa kennengelernt und ich werde einen Tag lang wie Marcel essen. Marcel ist ein richtig feiner Kerl. Also falls ihr das Video feiert, dann lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr das Format an sich feiert, dann abonniert den Kanal gerne und aktiviert vor allem die Glocke. Er trainiert immer gerade mit mir, meistens immer montags, mittwochs und freitags vorbei und wir trainieren morgens. Und heute ist Mittwoch, also trainieren wir heute auch. Ich bin gespannt, was er alles heute so im Petto hat. Ich bin gespannt, was es zu essen gibt. Und eine Sache weiß ich und darauf freue ich mich jetzt schon. Aber das sehen wir gleich. Morgen! Moin, moin. Ah, was hast du alles dabei? Digga, ich fühle mich halt echt so ein voll geladen und wieder ein bisschen Stock, ey. Kommst du rein, kannst du reinschauen. Voll bepackt, wie ein Esel. Ey, Digga, das ist immer so. Wir müssen gucken, dass wir im Rettungsdienst gefühlt alles haben und dann ihr achter Stock und dann musst du damit immer hochrennen. Kein Weg umsonst. Ah, ich bin gespannt, was es heute wird, ja? Kannst du mal reinmunzen, wir auf jeden Fall. Wird gut. Gesund und schön. Ah ja, ah ja. Die Bananen futtern wir jetzt vom Training. Die jetzt? Okay, gut. Safe. Trinkst du Kaffee? Ey, ich hab mir dein Video angeguckt mit Jan und ich dachte mir so, Junge, Jan, du trinkst keinen Kaffee. Nee. Und du leidest so krass. Ich dachte mir, Digga, ich komme vom Rettungsdienst. Ja. Safe gibt's bei uns am Morgen Kaffee. Ja, das wusste ich aber auch schon. Ich wollte gerade sagen, wir trinken jetzt den Kaffee also am Morgen mindestens ein und kurz vorm Frühstück. Würde ich sagen, machen wir es kurz ein. Ja. Kaffee machen. Perfekt. Stößchen, gell? Stößchen, mein Ich bin gespannt. Wie ist heute Morgen? Vor allem Snickers-Geschmack. Mhm. Ah. Na, für Wasser. Und das Beste, weil das gibt's ja sonst normalerweise nicht. Kaffee, Cappuccino. Du liebst Kaffee, ne? Ey, ich lieb Kaffee so abnormal. Gott sei Dank, wirklich, Person, ich glaube einer der wenigen. Ich glaube, gar nur neben meine Mutter macht und sonst, glaube ich, kein einziger. Ja, mir geht's auch so. Lisa trinkt keinen Kaffee, Jan trinkt keinen Kaffee, Ben gefühlt keiner und ich verstehe das überhaupt nicht. Ey, so richtig Ritual, morgens aufzuwachen, wach zu werden, erstmal einen schönen Kaffee. Das ist, weil die alle noch nicht gearbeitet haben. No front! Nein, das ist nicht böse gemeint. Okay, anders formuliert, dass sie feste Arbeitszeiten haben und müssen so früh aufstehen. So im Alltag, also so einfach so einen geregelten Alltag. Die sind ja alle entweder Studenten oder selbstständig. Ja. Und ich habe das Kaffeetrinken angefangen, als ich angefangen habe zu arbeiten, also als ich meine Ausbildung gemacht habe. Geht mir auch so, irgendwie, wenn du morgens wach wirst. Und vor allem, weil die anderen auch alle Kaffee trinken. Dann bist du so solidarisch und so. Okay, ist fast wie mit dem Rauchen gefühlt, ey. Ja, ich kenne es auch, wo ich im Rettungsdienst angefangen habe, auch morgens irgendwie um 5 Uhr aufstehen, damit du um 6 Uhr beim Dienst bist, bist du halt richtig müde und irgendwann kannst du auch einfach nicht früh einschlafen. Ja, und dann so ein Kaffee am Morgen rettet uns dann immer das Leben. Trinkst du Tee auch? Und Tee ist gar nicht mehr. Ja, also Tee trinke ich auch, aber schon eher Kaffee. Ich glaube, Tee ist für mich eher immer so Winterzeit. Wenn man einen schönen Tee, würde ich sagen, stopfen wir die Banane rein. Trinken einen Shake. Ja. Und dann los geht's. Ballern wir kurz ein bisschen Training durch hier. Bam. Bist du bereit für ein geiles Frühstück? Ich hoffe. Also, meine Grundidee war ja, dass ich im Rettungsdienst gucken muss, wenn ich einen normalen Arbeitstag habe, ich eigentlich immer schnell irgendwie Essen machen muss. Und kennst ja. Hast du nicht eine Mittagspause? Nö. Also wenn wir 12 Stunden lang Einsätze durchballern, haben wir 12 Stunden Einsätze durch. Das ist halt immer unterschiedlich, kann man nicht so sagen. Auf jeden Fall, man sagt ganz oft bei uns, wer rettet, der fettet. Deswegen müssen wir gucken, schnelles Essen. Wir müssen gucken, schnelles Essen, gesundes Essen. Deswegen dachte ich mir, wir machen das, was wir sowieso eigentlich fast immer frühstücken. Wir machen uns hier einmal sowas mit Heidelbeeren, die ich noch geholt habe. Mit noch ein bisschen Whey rein. Ja, das kann man eigentlich, wenn man nicht wiegt, kann man es einfach schnell irgendwo reinballern und Milch rein. Ja. Plus, ich mache zeitgleich noch Rührei. Weil Rührei geht echt schnell. Also machst einfach eine Pfanne an, schlägst auf und fertig. Dann würde ich sagen, schnelles, gesundes. Mir noch, und zwar du musst ja genau das essen, was ich esse, und ich weiß nicht, ob du das jetzt feierst oder nicht feierst.
Aber ich muss sagen, ich bin so ein richtiger Ketchup-Boy. Ja, ja, das geht. Und wir tun jetzt einfach Ketchup ein bisschen zu den... Ich liebe Ketchup. Ich tue für alles Ketchup. Ich liebe Ketchup. Richtiger Ketchup-Boy. Ketchup-Boy. Ey. Ja, das ist nicht das Problem. Perfekt, dann würde ich sagen, schnelles Essen, let's fetz. Richtig nice. Ja, Marcel. Stell dir mal kurz vor. Mein Name ist Marcel Wilhelm oder bei meinen Kölner Freunden noch Marcel genannt. Bin eine Marcel. Bin im Rettungsdienst tätig, aber auch vor der Kamera. So, besser. Ja? Genau, und ansonsten bin ich noch bei der Kamera tätig, spiele meine Fernsehserie mit. Na, eigentlich Schauspieler. Auch. Ja, aber Schauspieler, ich fange gerade erst an, deswegen sage ich lieber Darsteller als Schauspieler, weil es sonst zu arrogant. Aber ich bin bei einer Fernsehserie tätig und laufe eigentlich immer fast Montag bis Freitag. Wie heißt die Serie? Ja, das müssen die Leute selbst herausfinden. Und bei diesen Arztserien, ne? Mhm. Oder Sanitäter ist ja das ist natürlich alles echt. Ja, total, auf jeden Fall. Ja? Nee. Also es kommt immer drauf an. Also sag mal so, also, es gibt schon im Regelfall immer halt Mediziner, die es im echten Leben halt machen, damit die einigermaßen sagen können. Sind die Polizisten eigentlich echt? Ja. Alle? Ja. Das ist die meistgestellte Frage, ja, weil alle das machen, ob wir Sanitäter und Polizisten echt sind. Also, wir sind alle echt, beziehungsweise 95% oder haben das sehr, sehr lange in ihrem Leben gemacht. Mhm. Aber, weil manche mal gesagt haben, so dieses real oder nicht real, die Einsätze sind schon so, wie sie ungefähr stattgefunden haben. Aber man muss immer bedenken, es muss filmerisch, entertainmentmäßig steht leider, also für mich leider, immer etwas höher als dieses, ist es medizinisch oder einsatztaktisch 100% korrekt. Mhm. Ich habe auch schon manche Sachen gedreht, auch jetzt vor allem mit Corona, da hat ein Patient eine super krasse Atemnot gehabt, also konnte kaum noch Luft bekommen. In der Serie. Existiert in der Serie Corona? Ja, ja. Mhm. Genau, so existiert auch. Und das erste, was wir machen mussten, nachdem er in der Serie über 2 Stunden ohne Luft richtig in der Box war, ihn eine Maske aufziehen, nachdem wir ihn rausbekommen haben. Und dann Maske hoch, Sauerstoff geben, Maske wieder runter, weil wir sonst nicht drehen dürfen. Und wie gesagt, Entertainment-Faktor ist immer höher als, dass es 100% genau ist. Genau. Aber wie gesagt, es ist schon, jeder von uns ist echt und wir gucken schon, so gut es geht, dass wir immer halt das, was wir im echten Leben machen, auch da halt gut widerspiegeln können. Aber das ist dann für so Polizisten wie für dich ja auch, na, für dich ist ja eigentlich ein Hauptjob, oder? Gerade? Was? Es kommt drauf an. Also bei uns ist ja das Krasse, dadurch, dass wir relativ oft diese 24-Stunden-Dienste haben oder 12-Stunden-Dienste haben. Ja. Keine Ahnung, ich arbeite gefühlt von Montag bis Donnerstag oder sagen wir jetzt mal ein anderes Beispiel, ich arbeite Donnerstag bis Sonntag, 12 Stunden am Tag, hätte ich nächste Woche rein theoretisch Montag bis Mittwoch Zeit, wo ich drehen könnte. Mhm. Deswegen, also viele haben noch einen 100%-Job oder einen Teilzeitjob neben der Kamera, dass sie trotzdem noch als Polizist oder als Sanitäter arbeiten können. Ja, ja, sonst könnt ihr auch nicht hier sein gerade. Du, und wie bist du, weil ich habe mich das immer gefragt, ich bin nur bei einer Agentur angemeldet, aber bei UFA, das ist ja eigentlich so einfach nur so ein Pool von allem möglichen Zeug. Wie bist du da rangekommen, also an die Serie an sich? Also ich bin quasi bei meiner Agentur auch schon länger gelistet. Wie landet man beim Fernsehen, ja? Also dass ich vor der Kamera stehe, ab und zu mal, das ist ungefähr 4-5 Jahren. Mhm. Das war aber immer nur so 4-5 Buchungen im Jahr, weil du darfst mit demselben Gesicht nicht so oft in irgendeiner Serie vorkommen. So nach dem Motto, am Montag spiele ich einen Tim und am Dienstag glaube ich nochmal und bin auf einmal ein Jeremy Pascal. Deswegen hast du da diese Sperrzeiten. Also bist du, wie heißt du denn in der Serie? Also in der Serie habe ich durch Zufall meinen also selben... Ist immer derselbe Name. Genau, ist immer derselbe Name, also jetzt als Fest... Marcel? nee, lustig. Also als Festcast, also dass ich so oft spielen darf, wie ich möchte, bin ich halt ein fester Charakter, also ich wechsle quasi die Charakter und da heiße ich Marcel William. Marcel Wilhelm in echt, habe ich durchgeboxt, dass ich quasi die englische Variante habe, Marcel William. Aber es ist, also man musste sich ja Initiative bewerben, es war ja nichts ausgeschrieben. Genau, es war nicht ausgeschrieben, suchen seine Kinder für blablabla, sondern ich war in derselben Agentur, beziehungsweise Produktionsfirma, und habe dann einfach gedacht, ey, die kennen mich schon so ein kleines bisschen, haben schon Videodateien von mir, ich schreibe die einfach nochmal an und sage, ey, ich würde gerne von Kleindarsteller zum Festcast quasi wechseln oder probieren aufzusteigen. Ja, nice. Dann hat es funktioniert. Und was gibt's dann jetzt noch heute als Mittagessen? Oder gibt es überhaupt Mittagessen? Es gibt auf jeden Fall Mittagessen, aber auch eine schnelle, gesunde Variante und das wirst du schon später sehen. Na, ganz rein. Fett und schnell. Wie hieß es gesagt vorhin? Wer rettet, der fettet. Wer rettet, der fettet. Ja, fett und schnell. Warum glaubst du, kommt dieser Spruch zustande? Also wenn du hörst, wer rettet, der fettet, was bildest du dir da ein, wenn du das hörst oder was interpretierst du?
Ja, weil ihr einfach nur lange rumsitzt und esst und dann irgendwann mal einen Einsatz habt und dann war nicht zwischendurch. Guckt halt, wer essen. Richtig asoziale Variante. Ja, aber ich stelle mich so vor, deswegen glaube ich, sind auch die meisten Polizisten und so, wenn sie älter werden, halt auch so dick. Weil ihr, wenn ihr noch Streife fahrt, da sitzt man ja auch viel. Es geht, also es ist eher eigentlich dieses, dass du keinen. Du hast keine Zeit, wirklich zu kochen. Wenn du 12 Stunden lang arbeitest und bist jederzeit einsatzbereit, da ist dieses, ich gehe mal schnell auch im Nachtdienst nochmal schnell zum Fastfood-Laden oder ich gönne mir einen Döner irgendwo, halt viel einfacher als ich hocke mich irgendwo hin und koche gesund eine Stunde während der Einsatzzeit. Musst du vorkochen? Ja, aber das ist schwierig, das machen kaum die Leute. Deswegen so dieser Spruch, wer rettet, der fette, dieses keine festen Arbeitszeiten, musst am Wochenende arbeiten, du kannst nicht immer zur gleichen Zeit essen, weil, keine Ahnung, ich wollte einmal probieren, so einen Rhythmus reinzubekommen und ich weiß nicht, wie oft ich gerade mein Essen fertig wollte, irgendein Notfalleinsatz, geil, Essen hinstellen, du bist 2-3 Stunden unterwegs gewesen, wenn du schon so einen Hunger hast oder schon ein paar Stunden gewartet hast, dann denkst du dir auch an der Klinik, ey komm, ich gönne mir jetzt irgendwie schnelles Essen und im Regelfall ist schnelles Essen eigentlich ungesund, deswegen, wer rettet? Der fettet. Der fettet. Jo, Marcel, was gibt's zum Mittag? Okay, wir sind immer noch bei dem Motto gesund und schnell, deswegen braten wir uns Putenfleisch an und dazu gibt's einen Salat. That's it. Geil, Alter. Komm, der Max hat schnell dazugelernt, der hat direkt gesagt, du wirst wahrscheinlich Ketchup haben, oder? Ja. So, sie. Ja. Geil. Das ist so ein Essen, was du normalerweise, also immer so isst, so mittags, abends, whatever? Boah, würde ich schon sagen, ich mag generell irgendwie mal ein gutes Stück Fleisch und Salat, okay. Passt auch immer. Und wie gesagt, es waren jetzt... Kochst du viel? Ja, immer nur selbst. Ja? Yeah. Also eigentlich immer, also ich finde, irgendwie ins Restaurant gehen oder bestellen, ist ja bei mir immer so dieses Preis-Leistungs-Ding, wo ich mir denke, ey, investiere ich ein paar Minuten mehr Zeit, habe entweder für denselben Preis die doppelte Portion oder noch mehr, aber ich war einfach einen viel günstigeren Preis. Ja, voll. Wir können mal gerne, wenn ihr schätzen wollt, den ganzen Einkauf, den wir jetzt haben für morgen, Mittag und Abendessen, wie viel das ungefähr gekostet hat insgesamt. Schätzt mal kurz in die Kommentare. Schreibt es in die Kommentare, ja. 3, 2, 1, alles drum und dran hat ungefähr 14 Euro gekostet. Aber was es nachher noch gibt. Genau, mit nachher noch gibt, geteilt durch 2. Und ich finde da, ich wollte gerade sagen. Für den Tag ist schon wenig. Ja, passt also so. Marcel Allmann. Der Eimer. Was würdest du sagen, ist so dein absolutes Lieblingsessen? Boah, irgendwas mit Pasta. Irgendwas mit Pasta oder irgendwie eine geile Pizza. Also das ist so der Italien und der Marcello in mir kommt da raus. Okay. Hast du irgendwie so ein Favorite aus der Kindheit oder so? Nee, aber ich liebe Schnitzel. Schnitzel und Chicken Wings. Die Chicken Wings sind auch geil. Ja, das ist richtig geil. Ja, ich glaube jeder hat so irgendwie... Und vor allem Döner. Döner könnte ich, glaube ich, jeden Tag essen. Und das Frage, man sagt ja so, könnte ich jeden Tag essen. Und Pizza könnte ich auch essen. Aber keine Ahnung. Aber man würde es mal ausprobieren. Irgendwann wirklich so, wann würdest du sagen, wann brichst du es ab? Es gibt ja echt so 2-3 Leute, die sind so krank auf dem Galileo gesehen. Die essen seit irgendwie gefühlt 10 Jahren jeden Tag nur Pizza zum Beispiel. Ja. Oder der eine isst jeden Tag so ein Weihnachtsessen mit Gans und mit Nee, das ist nur einmal geil, aber nicht so... Ist das nicht mehr besonders, meinst du? Nee. Gibt's was, was du gar nicht magst? Also, was ich gar nicht schmeckt, das gibt es wahrscheinlich öfters als. Also, es gibt eine Sache, die hasse ich wie die Pest, und zwar Fisch. Ja, ich auch. Ne? Wirklich, Fisch hasse ich. Und ich habe mal so eine Challenge. Gut so. Was mit Tomaten? Tomaten finde ich eigentlich geil. Auch roh. Ja. Ja, es gibt immer so. Also ich habe mal eine Fisch-Challenge gehabt, wo man, ich hatte so ein Format, das hieß Friss, was du kriegst. Und hat mir durch Zufall ein Kollege eine Fischpizza zusammengestellt. Ich wusste nicht, dass ich Fisch esse. Und glaub mir, ich habe. So gekotzt fast, also wirklich einfach so ekelhaft. Ich mag auch keinen Fisch. Also nicht viel Fisch. Ja, also wirklich, also das war abnormal, dieses Video, ey. Fast übergeben, ey. Wir haben mittlerweile Feierabend, danach kannst du noch was Leckeres geben. Und zwar machen wir Reis mit einer leckeren Rahmsoße. Leckere Rahmsoße. Ist voll lecker. Ja, ist so ein Rahmgeschnetzeltes, das ist brutal. Okay. Reis, Fleisch, Rahm. Last but not least, liebe Leute, gibt es gute Geschnetzelte? Ich habe nur das so noch nie gegessen tatsächlich. Also jetzt Geschnetzelte ist klar, aber noch nie Reis im Topf und so. Guck mal, ich weiß nicht, ob das normal ist, aber habe ich nicht. Ja, ich mache es halt immer so, weil ich dachte mir, alles zusammen, der Reis kann jetzt schon mal schön so die Rahmsoße wieder aufsaugen. Und der Max hat mich so schockiert angeguckt. Ja, wirklich. So nach dem Motto, ich mache jetzt irgendwie... Nutella mit Butter oder keine Ahnung. Ich mag Nutella mit Butter. Ja, ich auch, aber es gibt auch voll viele, die hassen Nutella mit Butter plus Ananas auf der Pizza. Kann ich nicht verstehen. Kann ich auch nicht verstehen. Und ich kann nicht verstehen, warum man nicht alles in einen Topf reinmacht. Das, ja, weiß ich nicht. Manchmal sieht es einfach besser aus, so, oder? Wenn es extra ist. Okay, besser aussehen, das stimmt. Aber ich glaube, mir geht es einfach nur ums Praktische.
Guten. Oh. Gefeiert. Pusten, Junge. Hab ich gepustet? Ich hab meine ganze Zunge verbrannt. Ich hab gepustet, oder? Kurz die Zunge verbrannt. Du brauchst einen Sanitäter. Ja. Oh Gott. Hast du dazu was? Nee, aber schmeckt. Ja, sehr nice auf jeden Fall. Vor allem, ich finde, da kannst du halt echt super gut vorkochen, weil da machst du eine riesen Portion und dann kommen gefühlt 4-5 Leute, die satt werden davon. Oder halt, du hast für ein paar Tage was. Ja, voll geil. Freut mich, dass du da warst heute. Hast du noch irgendwas? Möchtest du noch irgendwas der Welt mitteilen? Passt auf euch auf, besucht einen Ersthilfekurs und guten Hunger. In diesem Sinne, Leute. Danke fürs Zuschauen. Heute war ein sehr nicer Tag. Gab nichts, was mich jetzt geschockt hat oder so. Das ist sehr nice. Falls euch das Format gefällt, lasst gerne ein Video und einen Daumen nach oben da und abonniert diesen Kanal. Und dann kommt eine neue Folge, die erst einen Tag lang wie. In diesem Sinne, tschüss. Schaut gerade bei Maus noch vorbei. Ich wünsche euch was, macht's gut und ciao.